So, das ist das Secret, Leute. Wir freuen uns alle eines wunderschönen Secrets. Ach, scheiße. Was beherbergt dieses Secret? Es beherbergt Uzi-Munition, einen Kristall, den wir nicht sammeln dürfen, der uns gerade das Leben schwer macht, weil wir so an der Schlange vorbei müssen. Und da liegt Deagle-Munition, die wir sowieso verlieren. Also lassen wir das. Darauf lassen wir uns nicht ein, das lohnt sich nicht. Und lassen uns stattdessen hier runterfallen. Ja, Speicherkristall, so nah und doch so fern. Es hätte Nummer 9 werden können. Wie hört sich denn der Satz an? Nicht gerade romantisch, oder? Du hättest Nummer 9 werden können. So, Affen, lasst mich in Ruhe. Ihr habt keinen Bock auf eure scheiß Billigverträge, die ihr mir da andrehen wollt. Oder was auch immer Affen vorhaben. Ja, dieser Schmerz, ihn einfach liegen zu lassen. You were the chosen one, number 9. Ah, ich dachte schon, ein Medipack, ist das euer Ernst? Aber nee, es ist ein Ganesha-Schlüssel. Wir brauchen 2 davon. Ganesha-Schlüssel. Ein Ganesha-Schlüssel. Und da ist jetzt ein ekliges Mistvieh. Im Grunde genommen müssen wir nur schnell genug sein, um nicht in Scheiben geschnitten zu werden. Auch so ein Satz, den man im echten Leben eher selten sagt, was? So, hier gibt's auch noch ein Secret. Macht euch gefasst. Es ist der Wahnsinn. Taking the Speicherkristall to Isengard. Wie sieht's mit Speichern aus in dieser Challenge? Ich darf zwischen Leveln speichern. Und ansonsten darf ich nur speichern, wenn ich Speicherkristalle sammle. Die ich aber nur aufheben darf, wenn ich volles Leben habe, weil sie mich sonst heilen würden. So sieht's mit Speichern. So sieht's nämlich aus! Falls du jetzt sagst, das ist der Wahnsinn. Ja, da hast du recht. Was liegt da drin? Ich will es wissen. Nur ein Medipack. Okay. Einmal durchhüpfen, weil da kommt jetzt so ein Stein, oder? Nee, der kommt jetzt. Das ist so gemein. Wir wären jetzt fast vom Stein plattgerollt worden, obwohl wir das Medipack nicht aufgesammelt haben. Wie knapp ist das denn dann, wenn man es aufsammeln will? Nein, nicht! Nicht hinstellen, Lara. Diese Pfeile machen übrigens nicht nur Schaden, nein, nein. Die vergiften einen auch. Und in Tomb Raider 3 ist Gift dann zu Ende, wenn du tot bist oder dich heilst. Wenigstens kann man es heilen, wie? Schrotflintenmunition, sehr hilfreich. Steine haben mich so lieb, ja. So much love in this world. 18, okay. 12 dieser Schüsse sind praktisch schon reserviert. 14 vielleicht sogar. Weil dann könnte ich auch noch 2 nervige Affen töten. Und keine Sorge, wir speichern gleich das erste Mal in diesem Spiel. Ich möchte nur nicht in diesem Raum speichern, weil es gibt da einen Bug, der dadurch ausgelöst wird. Ja, ihr habt richtig gehört. Man kann dann das Level nicht durchspielen, weil man hier gespeichert hat. So, schnell sein. Verarsch mich nicht. Was passiert da? Wieso bist du so tief im Wasser? Lara, wieso bist du so tief im Treibsand? Ist das dein... Müsstest du nicht... Okay. Ja, 18 Schuss. Ich kann mich an Tage in Tomb Raider 4 erinnern, da hatten wir fast das Hundertfache. Ja, wie gesagt, in Tomb Raider 4 wird man echt beworfen mit Munition im Vergleich zu Tomb Raider 3. Das sind andere Welten. Deshalb die Pistol Challenge in Tomb Raider 4 relativ einfach. Tomb Raider 3, nein. So, der Affe nervt.
Hier ist ein Hebel. Und hier speichern wir. Müssen wir den Affen töten? Ich habe sowieso schon Schaden, oder? Ja. Also müssen wir den eigentlich nicht töten. Aber hier speichern könnte nerven. Wir machen das anders. Wir speichern. Aua, das tut weh. Hier. Das ist auch scheiße. Können wir machen. Der Affe ist hier einfach zu nervig. Und hier speichern wir. So, ich hatte 8 Saves. Ich speichere einmal. Das heißt, ich habe jetzt noch 7 Saves. Einer durchstreichen. So. Und wir probieren die Stelle jetzt mal so just for fun. Wenn es nicht funktioniert, machen wir 15 Minuten Pause. Weil hier gibt's ganz viel Schaden. Alter, das war ziemlich gut. Okay, keine Pause. Das war echt gut. So, hier sind 2 sehr nervige Affen. Und hier gibt's ein Secret. Wir müssten 2 haben. Haben wir 2. Okay, hier gibt's nämlich ein Secret. Secret Nummer 3. Und dieses Secret ist auch gleichzeitig die Vorbedingung für Secret Nummer 4. Wenn man Secret Nummer 3 nicht findet, kriegt man Secret Nummer 4 auch nicht. Bisschen nervig an der Stelle, ich möchte es nur erwähnen. So, und das Secret ist tatsächlich gar nicht so leicht zu finden. War zumindest so mein Eindruck. Ich kann mich nur dran erinnern, weil ich das noch in Erinnerung habe. Warum auch sonst? Wir müssen diese Kiste. Wir können sie eigentlich nur in diese Richtung schieben. Guten Abend, Kapi. Lurch-Senpai meine ich. Entschuldigung. So. Ich habe mein Hirn gefunden. Okay, hier ist das Secret nicht. Glaub mir, das Secret versteckt sich irgendwie ziemlich gut. Aber ich glaube, ich hab's. Ja, ich hab's. Das ist echt gut versteckt, oder? Dieser Sound, ja, das ist ein Affe. Das ist ein sich rollender Affe. Wir töten die aber nicht, weil wir es nicht müssen. Und weil wir nie wieder in diesen Raum zurückkehren. Deshalb ist das okay. Feloschka kann sich jetzt über einen Soundbug freuen. Yay. So, der Hebel hat jetzt irgendwas gemacht. Aber erst in Verbindung mit einem weiteren Hebel, den wir nicht übersehen dürfen. Kennst du alle Fundorte der Secrets? In dem Level ja. Es gibt Level, da kenne ich sie nicht. Das dritte zum Beispiel. Aber dann suchen wir halt ein bisschen. Ist nicht so, als hätten wir sowieso schon eine schwierige Challenge. Da kann man auch ein paar Secrets suchen. Aua, das hat wehgetan. Hoffentlich wird es nicht zum Verhängnis. Glaube aber nicht. So, wichtig, dieser Hebel. Er wird kein leichter sein. Scheiße, jetzt müssen wir diese Kiste ziehen. Kann man machen. JJ, ciao. JJ musste sich verabschieden. Und für die Leute, die genervt sind, weil ich noch nicht gestorben bin, wir sind noch nicht in Level 3. Weil, da... Naja. Ihr werdet es wohl sehen.
Sobald wir Level 3 erreicht haben, ändert sich hier einiges. Das ist wirklich so. Ich will gar nicht in Level 3. Können wir nicht Level 2 einfach immer und immer wieder machen? Ist das nicht fairer Deal, oder? Guten Abend, Mighty Tommy. Wollte auch mal mehr auf den Chat eingehen. Dann sterbe ich auch häufiger. Vielleicht doch besser nicht. Ich weiß es nicht. Jo, hier kann es sein, dass wir verrecken. Aber erstmal holen wir uns das Secret. Wir haben es uns verdient. Weil ich glaube, wir müssen jetzt einen dieser Hebel ziehen. Weiß nicht welchen. Den vielleicht. Hoffentlich. Bitte. Bitte. Ist da jetzt eine Tür offen? Nein. Und jetzt? Da wäre übrigens wieder ein Speicherkristall. Oh, es werden Umfragen im Chat gemacht. Ja, ich weiß nicht. Heißt das jetzt, dass ich das Level neu starten muss? Weil irgendwas scheint mit dem Secret nicht ganz richtig zu sein. Ist offen, offen. Zeitgesteuert wahrscheinlich. Ja, zeitgesteuert. Okay. So. Erstmal Luft holen. So, bitte. Bitte sei nichts Tödliches. Ich kenne das Secret nicht. Ich habe das noch nie gehabt. Glaube ich. Ist mir egal. Granaten nehmen wir mit, Fackeln lassen wir liegen, ist mir zu gefährlich. Okay, raus hier. So, haben wir alle Secrets? Wir haben alle Secrets. Krass. So fühlt sich das also an. Und ein Speicherkristall, den wir nicht sammeln dürfen. Außerdem war da noch was mit unsichtbaren Platten, ich erinnere mich. danke für den Tipp, Stefan. Ich werde da mal... Du hast absolut recht. Ich werde da mal nachschauen. Das wollte ich im LP schon machen. Habe ich dann vergessen. Aber dieses Mal nicht. So, die Plattformen bleiben auch da, wenn man sie nicht sieht. Es gab da auch so Tomb Raider-Teile, war es nicht so. Ich hasse euch dafür, dass ich hier ins Wasser muss. Ja, danke. Okay, das müssen wir ein bisschen schneller hinkriegen. Lol. Andere Reihenfolge, geschickter. Was meinst du? Also ja, ich hätte diesen Raum vielleicht zuerst machen können und dann den anderen Ganesha-Schlüssel holen können. Das hätte mir einen Speicherkristall extra gegeben. Das stimmt schon. Nur ich kenne die Level halt nicht auswendig. Und damit muss man dann leben. Ich weiß, was ich im nächsten Raum tun muss, Petrushka. Ich weiß nur nicht, was ich genau gegen den Tod von oben tun muss. Der auch noch passieren könnte. Kein Hass. Kein Hass. Oh, den hätte ich fast gesammelt. Scheiße. Ich laufe wie ein Betrunkener. Was? Ist das euer Ernst? Ich hasse euch auch.
Also nicht den Chat, sondern die Entwickler-Lines. Auch nicht die Entwickler-Lines des Chats. Und auch nicht die Entwickler im Chat. Aua. Materialprüfung ist bei unsichtbaren Plattformen am interessantesten, findet Lara. Komm schon, Hebeling, man nennt es Hebeling. Der Akt des Hebels, Umdrehens, Gedöns. So, da ist der Stachelwand, freut ihr euch schon? Ich liebe ja persönlich Stachel, ach, ich liebe sie. Okay, wir müssen schnell sein. Item sammeln, genau drauf landen. Und Raum verlassen, Tür ist offen. So, und jetzt stürzt auch noch der ganze verkackte, verfickte Raum ein. Ach, probieren wir das mal. Ja. Hier wird sicherlich nichts hinfallen. Hier bin ich absolut sicher. Ach du Scheiße, Lara, beeil dich. Beeil dich bitte. Beeil dich. Beeil dich einfach. Sei schneller. Sei schneller. Sei einfach schneller. Okay. Yay. Das scheint zu funktionieren. Wie sie schreiben, er ist tot, rest in peace. Wie sie halt einfach davon ausgehen, dass ich tot bin. Okay. Und da es jetzt funktioniert hat, wird es immer funktionieren. So, jetzt rechts ist... Nee, das hier ist noch gar nicht die Stelle. Hier kommt ein Stein. Und ein Affe, ich höre ihn doch. Da waren noch Fackeln. Marco, der Junge, der überlebte. Habe ich beide Ganesha-Schlüssel? Ja. Super. So, zwei Türen zur Auswahl. Ich glaube, rechts ist sicher. Wir raten mal. Ja, rechts ist sicher. Links wäre eine Klinge und ein Stein gewesen, BTW. Hier ist nur der Affe, ein Hebel und der Stein, der gerade rechts auf der Seite rollt, uns aber nicht erreichen kann. So, hier ist ein Safe Crystal. Hurra! Können wir nicht sammeln. Geil, oder? Und ich würde sagen, wo wir schon die Affenbande versammelt haben, Alter, das wird nervig. Lass dich nicht von diesen von denen runterwerfen. Aber vorher würde ich sagen, nee, wir können gar keine Pause machen, weil das Spiel könnte abstürzen. Und ich kann aber auch nicht speichern. Ach, werf die scheiß Fackel weg, Lara. Werf die Fackel vorher weg. Werf sie jetzt weg. Okay. Drei Kristalle, die ich hätte kriegen können. Ja, stimmt schon. Hier kommt dann, glaube ich, der erzwungene Schaden. Beim runterfallen lassen. Ja. Yep. Also erzwungenen Schaden hätte ich trotzdem bekommen und ich hätte einen dann nicht mehr kriegen können tatsächlich. Also habe ich praktisch nur zwei verloren durch die falsche Wahl. Ja, Pause, sobald ich das nächste Mal speichere oder sterbe. So. Geradeaus drauf zulaufen. Rein. Und dann zurück. Und dann schnell weglaufen. So funktioniert Sex. Aber ist gerade wirklich gesagt. Töte die Statue. Ich kann nicht. Das ist zu viel Munition. Die brauchen 6 Schrotgewehrschüsse. Bitte nicht sterben. Verteil nicht dein ganzes Gold in der Weltgeschichte.
Familie Stein bot 1 Euro dar, dass wir uns immer noch nicht getroffen haben. Ja, aber jetzt gerade werde ich leider zu Klump gehauen, oder? Bitte, bitte, Lara. Tu mir den Gefallen. Krieg nix von dem scheiß Force Damage da oben ab. Tu mir diesen Gefallen. Einmal im Leben. Das eine Mal. Ich flehe dich an. Wie viel Munition habe ich? 19. Zwölf. Wir töten aus Sicherheitsgründen die Affen hier. Langfristig wäre es klüger, das Ganze neu zu versuchen. Nicht in den Kristall! Langfristig wäre es wahrscheinlich klüger, das Ganze neu zu versuchen, aber ich finde das immer so lame, dann absichtlich neu zu laden, obwohl es gar nicht sein müsste. Deshalb habe ich auch das mit dem Ecksprung am Anfang nicht ausgiebig getestet. Familie Stein, danke auch an der Stelle nochmal an die Familie Stein. Es wird der Moment kommen. Es wird in diesem Stream sicher der Moment kommen, wo wir uns genauer kennenlernen. Nur es muss nicht jetzt sein. Ja, das ist es. Es gibt noch 2 Statuen, die wir töten müssen. So, wir haben die Tür unter uns geöffnet. Ich wollte was nachgucken. Ach so, wir haben alle Secrets. Ich vergesse das immer. So. Und eigentlich bin ich ja kein Noob mehr. Okay. Ich erinnere mich noch an Szenen, da habe ich 10 Jahre lang versucht, nicht von den Steinen getötet zu werden. Nein! Alter, was ist denn heute los hier? Das gibt es doch gar nicht. Scheiße, einen Schuss gewastet. So. Einen Schuss verschwendet leider. Danke. Wie viel Schuss haben wir noch? 10. Wenn wir die andere Statue auch noch tot haben und wir müssen sie töten, haben wir 4. Das ist die bisher gesparte Munition. Darf ich das nochmal kurz anmerken? Und ich weiß übrigens nicht, ob es noch Force Damage gibt. Darf ich auch das kurz noch anmerken? Scheiße. Okay. Meine Nase juckt total. Noch nicht speichern. Jetzt kommt erstmal eine Zeit lang, kann mir jetzt erstmal nichts passieren. Und dann denke ich drüber nach zu speichern, weil dann kommt ein Raum, in dem es nochmal so eine Statue gibt, die uns die ganze Zeit angreift. Übrigens liegt hier noch Schrotflintenmunition. Da oben, glaube ich. Was ist hier los? Das Problem ist, falls es Force Damage gibt, ist es eher nachteilhaft, wenn wir speichern. Obwohl, nein. Wenn wir dann einen alten Save laden, haben wir den Speicherkristall zurück, würde ich sagen. Weil sonst wird das Experimentelle hier ja zur Qual. Ja, da kommt noch so ein Stachelraum, wo ich 100% richtig sein muss. Da ist Schaden garantiert. Boah, garantiert würde ich nicht sagen. Aber sehr wahrscheinlich, ja. Da wäre es fast gewesen, das Sterben wegen Fallschaden.
Uzi-Munition. Wir kriegen die Uzis, glaube ich, sogar vor dem Hochsicherheitstrakt. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Hochsicher, könnte man sagen. Hier wäre dann nochmal ein Speicherkristall. Soll ich überhaupt speichern? Ja, komm. Sonst ist das eine Qual, wieder hier hinzukommen. Okay. Am sichersten ist es wohl hier, was? Wir speichern hier. Wir hatten vorher 7. Wir haben jetzt noch 6 Saves. Und da wir gespeichert